Willkommen bei Schlesienjournal. Die 10. Deutschen Kulturtage in der Oppelner Woiwodschaft sind zu Ende gegangen. Einen Monat lang konnten die Einwohner der Region die deutsche Kultur noch besser kennenlernen. Wir wollen uns heute einige der Veranstaltungen nochmal in Erinnerung rufen und ein Resümee ziehen. Doch das erst nach den Infos. Die Oppelner Woiwodschaft hat einen neuen Marschall. Die Semik-Abgeordneten wählten am 12. November Andrzej Buha von der Bürgerplattform für diesen Posten. Er wird der Nachfolger von Józef Sebester, der nach 7-jähriger Dienstzeit zurückgetreten ist. An dem Tag wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Zum ersten Vizemarschall wurde Roman Kolek von der deutschen Minderheit gewählt. Bislang war Kolek der zweite Vizemarschall. Die deutsche Minderheit erhoffte sich jedoch 2 Plätze im Vorstand der Oppelner Woiwodschaft. Es ist keine Niederlage. Wenn man Gespräche führt, Koalitionsgespräche, versucht man natürlich etwas mehr erreichen als früher war. Besonders bei dieser Koalition, wo wir noch vor 3 Jahren draußen waren. Und wir haben Fortschritte notiert. Roman Kolek ist von nun an in allen seinen Verantwortungsbereichen der erste Stellvertreter des Marschalls, wenn dieser nicht anwesend ist. Ein neues Buch über das Erbe der großindustriellen Familie Henkel von Donnersmarck wurde im Oppelner Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit präsentiert. Die Familie Henkel von Donnersmarck trug enorm zum wirtschaftlichen Aufschwung Oberschlesiens bei. Sie hinterließen nicht nur Gruben- und Industriebauwerke, sondern bauten Wohnsiedlungen, Herrenhäuser und Kirchen. Dieses Erbe wollten die Buchautoren Joanna Oczko und das junge Ehepaar Beata und Paweł Pomykalski vor dem Vergessen bewahren. Książka jest skierowana do wszystkich tych, których interesuje historia naszego regionu, historia Górnego Śląska, do mieszkańców, którzy na co dzień mijają dziesiątki obiektów, które okazują się być dawną własnością wspaniałego rodu Donnersmarcków. Das Buch wurde mit einem Vorwort von Petrus Henkel von Donnersmarck versehen und es kann im Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit erworben werden. Die Räuber sind ein für alle Mal vertrieben. Könige, Prinzessinnen oder die 7 Geißlein, Figuren aus den Grimm-Märchen, waren Schwerpunkt des ersten deutschsprachigen Theaterfestivals in Tarnau. Und Ende November ist es wieder soweit. Dann wird im Kulturhaus in Tarnau das 2. Theaterfestival veranstaltet. Diesmal bilden der Autor Janosch und seine bunten Kinderbücher den thematischen Schwerpunkt. Kinder und Jugendliche schlüpfen in die Rolle der Tigerente oder des kleinen Tigers und kämpfen mit ihren Aufführungen um den Titel des Besten. Das deutschsprachige Theaterfestival wird vom Verein Poliberi Silesia aus Raschau veranstaltet. Los geht es am 22. November um 9 Uhr. Die Deutschen Kulturtage sind bereits ein fester Punkt im Kulturkalender der Oppelner Woiwodschaft. Innerhalb der letzten 10 Jahre wurden 35 Konzerte, 26 Ausstellungen, 21 Vorträge, 17 Theateraufführungen und vieles, vieles mehr veranstaltet. Diese Veranstaltungen konnten die Liebhaber der deutschen Kultur umsonst besuchen. Der Hauptorganisator war die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Zusammen mit Susanna Dunert-Kaschura, der Veranstalterin der Deutschen Kulturtage, wollen wir an einige Veranstaltungen erinnern und auch über wenige bekannte Ereignisse berichten. Es gibt Frauen, die man immer wieder trifft, jeden Morgen um dieselbe Zeit im Lift. Besonders war vielleicht der Auftritt von dem Musikkabarettist. Wir hatten zum ersten Mal einen echten bundesdeutschen Star. Sein Auftritt war sehr interessant. Er hat uns viel Freude gebracht. Und ich hoffe, dass das ganze Publikum, das in der Oppelner Philharmonie sich versammelt hat, auch von dem Lars Reihof begeistert war. Interessant ist, dass einige Probleme, die er ausgelacht hat, ich glaube, in der Wirklichkeit hat er nicht. Er hat persönlich zum Beispiel 4 Kinder. Seine Frau ist seine Managerin. Also das zeigt, dass er für ihn die Familie ein sehr wichtiger Baustein des Lebens ist.
Lars Reichow war zum ersten Mal in Polen und was ihn sehr positiv überrascht hat, dass das Publikum so zahlreich erstens sich versammelt hat und zweitens, die haben alles verstanden. Es hat ihm auch sehr großen Spaß gemacht, in Opeln aufzutreten. Caritas Bibliothek ist schon seit 6 Jahren ein fester Partner bei den Deutschen Kulturtagen. Die bieten jedes Jahr eine Reihe von Vorträgen. In diesem Jahr im Ziel oder als Hauptthema waren Schätze unserer Region. Das zeigt auch das Logo der 10. Deutschen Kulturtagen, ein buntes, offenes Vorhängeschloss in Form eines Herzens. Also alles, was um uns nah ist, ist in diesem Logo dargestellt. Außerdem haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, Henryk Waniek in Opeln als Gast zu haben. Die Leute, die zu dem Seminar gekommen sind, waren nicht nur von dem, was Herr Waniek macht, das heißt von seinen Werken, von seinen Bildern begeistert, aber auch von dem persönlich, weil das ein sehr interessanter und ein netter Mensch ist. Die öffentliche Woiwodschaftsbibliothek ist von Anfang der Deutschen Kulturtagen mit uns als Partner. Was ich sagen muss, dass das ein seriöser Partner ist, mit dem wir sehr gern arbeiten. Jedes Jahr bereiten sie ein interessantes Programm. In diesem Jahr war das eine Ausstellung. Immer zeigen sie auch bei den Ausstellungen, die sie vorbereiten, auch ein Teil unserer Region. Und das ist sehr wichtig. Das Ziel der Deutschen Kulturtage ist vor allem, das deutsche Kulturerbe dieser Region zu popularisieren. Und das macht die öffentliche Woiwodschaftsbibliothek mit uns, aber auch allein. Was bei der öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek sehr interessant ist und wofür wir auch sehr dankbar sind, das ist, dass sie nicht nur die Eröffnung organisieren, aber die bieten auch spezielle Führungen und Workshops zu den Ausstellungen oder zu dem Programm, das sie vorbereiten. Konzerte veranstalten wir von Anfang den Deutschen Kulturtagen. In den 10 Jahren haben wir insgesamt 35 Konzerte veranstaltet. Wir haben in diesem Jahr aber ein besonderes Angebot für das Publikum vorbereitet, nämlich die Lieder von Josef von Eichendorff, aber auf andere Art und Weise. Das heißt nicht die Volkslieder, die man von Kindheit schon gehört hat, sondern die Künstler Lieder machen von der berühmten Piwnica pod Baranami aus Krakau, haben mit Marta Klubowicz ein musikalisches, literarisches Konzert speziell vorbereitet. So sternklar war die Nacht. Powietrze szło polami, muskając zboża głos. I szmery szły lasami w przejrzyście gwiezdną noc. Es war schon ein einzigartiges Erlebnis. Auch Ola Maurer, die Sopransängerin, war genial. Also ich war begeistert. Natürlich auch das Vortragen von Marta Klubowicz und Fred Abke waren auch auf sehr hohem Niveau. Fred Abke, ein sehr netter Mensch. Bei dem musikalischen, literarischen Abend hat er die Rolle des Eichendorffs präsentiert, hat aus Deutschland einen Anzug gebracht und natürlich musste man auch zu dem Anzug passende Schuhe haben. Der hat zwar Schuhe genommen, aber einerseits waren das zwei anderen
Sorten von den Schuhen. Und noch dazu musste man sagen, dass das waren zwei linke Schuhe. Also, der hatte jetzt die Möglichkeit, entweder in den Schuhen von dem Kollegen aufzutreten oder in den normalen Sportschuhen. Ich hoffe, dass das nach den 10 Jahren, so wie die deutsche Minderheit ein Teil dieser Region ist, so die deutsche Kulturtage ein Teil des Kulturkalenders im Herbst sind. Die 11. Deutschen Kulturtage starten wieder in einem Jahr, und zwar am 10. Oktober 2014. Noch bis Ende November können Sie in der Woiwodschaftsbibliothek in Oppeln die Ausstellung Schlossgeschichten Adel in Schlesien besuchen. Und unsere Sendung gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.